So einen wunderschönen Tag euch. Ich habe eine schöne Nachricht, das wird das letzte Video in dieser Aufnahmequalität sein. Es kommt ein neues Mikro und eine neue Kamera und dann wird das alles ohne Wind, Rauschen und Wackeln demnächst sein. Aber das hier ist jetzt noch so. Und zwar bin ich gerade hier wieder in dieser Staudengärtnerei bei Jever an der Nordsee, wo ich letztes Jahr schon war. Aber diesmal kann ich euch die ganzen Taglilien zeigen, wie sie gerade blühen. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen, denn ja, das ist wie eine Osterpracht. Also irgendwie finde ich so ein bisschen, hat es so die Osterfarben. Schön bunt. Und das sind ja viele Sorten, die auch hier gezüchtet und entstanden sind. Von einem ehemaligen Starfighter-Pilot, der sich hier zur Ruhe gesetzt hat und diese Staudengärtnerei aufgebaut hat. Und ich finde diese einfach wunderschön. Und diese Taglilien, weswegen ich die auch so feiere, die sind halt einmal ein toller Bodendecker, die halt schön zumachen und dann blühen sie halt so schön und diese Blüten sind immer nur für einen Tag. Also es kann sein, dass ich hier gestern oder vorgestern ganz andere Blühen sehen als heute. Aber da bilden sich auch immer wieder neue Knospen. Und ja, eigentlich sind die Blüten nur für einen Tag da. Wenn es mal irgendwie nicht so schön ist, das Wetter, dann halten sie auch schon mal länger, aber kommen auch wieder neue. Aber das Gute ist, wenn sie nur einen Tag da sind, dann hat man auch nicht so die Scheu davor, ja, die zu essen, denn die sind halt essbar. Manche besser, manche schlechter. Da müsste man sich jetzt hier überall durchprobieren. Es gibt schon mal welche, die sind ein bisschen scharf und beißend. Auch die jungen Triebe und die Knöllchen, wie so diese Erdmandeln haben die quasi. Die kann man auch essen. Guck mal, die öffnet sich hier ganz anders. Ah, die ich gerade hatte, war überhaupt nicht scharf oder so. Oh, jetzt mache ich die alle kaputt. Aber wie gesagt, die halten nur einen Tag. Dann hat man nicht so ein schlechtes Gefühl, wenn man die isst. Und in China sind das halt wirkliche, ja, wirkliches, gewöhnliches Essen. Die essen vor allem halt diese Knospen. Guck mal, die ist hier riesig. Die werden in der Pfanne gebraten oder so. Also diese ganzen zuen Dinger. Und die haben halt auch viel Proteine. Ah, hier sind auch schön fett. Genau, und da kann man sich jetzt hier durchschauen. Also wenn ihr hier vorbeikommt, kommt am besten direkt mit einem Anhänger und ladet euch voll. Denn das hier ist nur ein Feld von, ja, einem Dutzend, wo so viele Taglilien sind. Deswegen macht euch einen Anhänger voll mit Taglilien. Die gibt es hier auch wirklich. Ja, fast hinterhergeworfen, vor allem wenn die Sorten halt nicht bestimmbar sind. So, also da müsst ihr mal schauen. Ah, guck mal hier, da komme ich noch gerade vorbei. Ich bin gerade dabei, dieses Buch hier zu lesen. Das finde ich echt sehr gut gemacht von Bernhard Gruber. Der hat auch viele schöne Gastbeiträge da drin. Was ich gerne mag, ist halt die Geschichte des Waldgartens, auch dass er die Erfahrung gemacht hat, wirklich in der Wildnis zu leben, so ein Retreat für ein Jahr. Hier, vielleicht kennt ja jemand den hier, wo sie halt einfach ja, aus der Wildnis leben mussten, ohne Zivilisationstechnik. Und diese Erfahrung einfach hat und davon berichtet, das finde ich sehr schön und spannend. Und ja, viele, viele schöne Dinge drin. Ich mag die Geschichte über die Esskastanie, über die Geschichte der Waldgärten und so. Genau hier, das finde ich sehr gut. Und so, bin auch noch gar nicht ganz durch. Aber ich habe da durchaus noch einiges raus mitnehmen können. Genau. Ja, dann geht mein gerade Werbesendung-Block hier, ja. Ein Permaplay hat neue Karten. Ja, zum Beispiel den Götterbaum, ja, den erste Baum, der in Deutschland verboten ist. Der ist halt schneller als die Polizei erlaubt, der wächst halt so schnell. Und der macht halt Beton kaputt und deswegen ist diese Speerspitze Gaias verboten, sie zu verbreiten. Ne? Aber es sind halt auch so Sachen wie Schmetterlingsflieder oder Besenginster oder Kirschflaume. Ich habe mittlerweile auch zwei, also wenn man halt das Ganze haben will, dann kommt das halt in zwei Packungen. Das passt nämlich gar nicht mehr in eins. Das eine ist das, was man eher so wild findet, ne? Was sich gerne so wild verbreitet. Und das andere ist hier drin, was man pflanzen muss, was sonst nicht so wächst wie halt Indianerbananen. Obwohl Walnüsse auch schon viel wild kommen, aber das andere ist eher so. Ja. Und was ich noch zeigen möchte gerade ist, die Karten haben jetzt noch Rückseiten für halt so Companion Planting.
also für Baumscheiben, was kann ich an Stauden da drunter setzen, wo wir hier gerade im Staudengarten sind. Hier kam nämlich auch die Idee dazu, als ich hier war. Da hinten ist so ein schöner Lärchenwald und die Lärchen, die lassen halt sehr viel Licht durchbilden. Da seht ihr welche, die bilden so einen schönen Halbschatten und darunter hat er halt ganz die ganzen Funkchen zum Beispiel. Und dazu wurde ich hier inspiriert, quasi so ein bisschen mit den Leuten Vorstellung zu geben, was halt da durchkommt. Die Gleditsche zum Beispiel, die lässt halt viel mehr Licht durch, ne? Ja, oder hier so ein Besenginster. Und genau, und dann halt noch die Symbole mal als Kreisdiagramm, da kann man dann auch spielen, so, was ist das alles? Tiefwurzeln, blüht gelb. Pflanze der Dekaduri, 12 Jahre alt, immer grün, was könnte das sein? So kann man halt auf Pflanzenraten spielen und vieles mehr. Diese Hintergründe kommen übrigens aus der App, die ist weiter in Programmierung. Ich hoffe, die kommt dann auch mal bald raus, aber das ist schon mit der App, mit dem Programm erstellt. Also die habe ich dann nicht mehr selber händisch gemacht. Und eine genauere Anzeige von dem, ja, welchen Wasserart es mag. Upsala. Na, hier zum Beispiel der Gagelstrauch, den werde ich hier auch gleich nochmal zeigen. Der mag es auch gerne aquatisch, also im Wasser stehen. So. Ja, machen wir eine kleine Tour noch. Mit Dingen, die ich letztes Mal nicht gezeigt habe, als ich hier war. Und zwar einmal die Wasserpflanzen, an denen bin ich letztes Jahr vorbei. Und dann, ja, führe ich euch noch bis zum Gagelstrauch. Den habe ich nämlich gestern mal freigelegt, weil der duftet so toll. Ne? Also hier haben wir zum Beispiel, oh, wie heißt hier noch den Wasserhahnenfuß? Hier der Rohrkolben und Krebsschere. Krebsscheren, die produzieren halt auch, also geben Sauerstoff ins Wasser. Und ja, um halt das Wasser zu reinigen, damit man nicht überall so komische elektrische Wasser, Luft, Geräte braucht. Ja, was das ist, weiß ich auch gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Wasserpflanzen. Also, sie haben ja diese Gärtnerei jetzt hier vor einem Jahr übernommen und sind halt auch, das sind halt 2 Hektar, recht überfordert oder gefordert mit all dem, was hier halt wächst. Also, ihr seht, das wuchert auch ein bisschen zu. Also, wir haben gerne auch Hilfe hier mit auf dem Land oder Besuch. Und ja, man kann dieses wundervolle Paradies hier erleben und sich, ja, was einiges lernen, einiges hier an Pflanzen beobachten. Ne, hier, das ist das, was ich eben angesprochen habe, wo die Funkchen stehen, die sind auch ein bisschen weiter da hinten unter den Lärchen. Weil hier ist jetzt eine Lärche umgekippt. So, jetzt zeige ich euch zumindest noch den Gagelstrauch und den Rest müsst ihr dann selbst entdecken. Weil ich bringe ich vielleicht noch bis zum Fahren. Den liebe ich halt auch so sehr. So, ihr seht hier richtig so nach unten gesetzt in die Erde wurde das angelegt. Und hier ist der Gagel. Damit wurde früher Bier gebraut. Der hat total den schöne Duftaroma. Und da kriegt er dann noch diese Früchte. Die sind jetzt noch nicht so weit. Wir sehen, es duftet schon wieder so gut. Hier noch so Blütenstände. Ah, hier sehen wir wieder was. Sehen wir das? Sehen wir das? Ja, also im Prinzip braucht er auch männlich und weiblich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob beides hier vorhanden ist, damit sich halt diese Früchte bilden. Und die haben halt auch ganz viel Wachs, damit man auch früher Kerzen gemacht. Ja, auf jeden Fall kann man sich den hier mal anschauen. Der wächst hier auch in den Wäldern so ein bisschen wild manchmal, weil der mag halt gern dieses Moorige, wie das jetzt hier in der Nähe der Nordsee auch der Fall ist. Genau, und den haben wir halt hier gestern freigemacht. Ja, damit er zur Geltung kommt, ich ein schönes Foto machen kann und der vielleicht dann auch ins Permaplay kommt. So. Ich husche noch einmal um die Ecke. Nämlich da hinten sind meine Farnpflanzen. Und es war mein Lieblingsplatz hier auf dem Landstück, obwohl er viele schöne wilde Flecken hat. Und ich fühle mich immer hier, als würde ich gerade so ein paar Dinosauriern auf der Pirsch sein.
wenn ich hier reingehe. Es hat so was Altes. Genau, hier wächst da der Straußenfarn. Und da sollen auch die jungen Austriebe köstlich sein. Zumindest in der japanischen Küche. Und die japanische Küche mag ich sehr gerne. Deswegen vertraue ich dem. Und ja. Hier dieser sterbende Kirschbaum. Hm? Und ganz viel Farn. Der bildet halt auch aus Ausläufer. Und man kann sich hier, denke ich, auch einige von abstechen. Genau. Daher lohnt sich sicherlich ein Besuch hier in dieser Staudengärtnerei. Ich verlinke den Kontakt und wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Noch einen kleinen Einschub hier an diesem schönen zugewachsenen Teich. Das Wasser wird bestimmt aber sehr gut sein, wenn so viele Pflanzen da drin die Nährstoffe rausnehmen und das Licht rausnehmen. Wird es auch schön kühl sein. Ich mag gerade hier noch zwei Pflanzen zeigen. Die hier hatte ich beim letzten Mal schon. Der chilenische Rhabarber quasi. Gunnera Tinctora. Welche Art ist es, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich zeig mir mal groß hier. Die kann man hier sich auch mitnehmen, bestimmt. Und hier ist übrigens überall Mädesüß. Es blüht da auch alles so schön. Seht ihr das da hinten noch blühen? Also überall da alles voller Mädesüß. Und hier vorne ist eine Pflanze, die kenne ich noch nicht. Vielleicht kennt ihr ja jemand noch von euch. Und auch schöne große Blätter. Ich habe einen Aland, der hat noch viel größere Blätter, aber die sieht ja auch schon. Der hat zumindest dicke Stiele, was man damit auch immer machen kann. Bestimmt sehr viel Saft. Whenever I come to see you, I always find you outside with your hands in the ground, getting down with anything that grows. And all I want to do is join you that morning sunshine. I wanna know how you grow all your vegetables. So, die kommen jetzt noch dazu. Hier habe ich schon welche drin. Ja, von jeder Farbe so ein bisschen etwas, dachte ich mir. Manche sind auch noch zu. Ich hoffe noch, dass so eine weiße oder eine rosane dabei ist. Und halt auch noch ein paar Funkchen. Genau, sind einige Pflänzlein da so zwischen. 'Cause we're gonna grow a garden. We're gonna grow a garden, yeah. We're gonna grow a garden, darling. Well, I saved you some seeds from my pumpkins and peas, and can foresee we'll get them growing like weeds. We could stay up real late and plant them by the moon. And we're gonna make everyone jealous when they see what we've got growing on the trellis. It'll be raining down in our very own food monsoon. 'Cause we're gonna grow a garden. We're gonna grow.